Um Ihre Dokumente in Transkribus transkribieren zu können, müssen diese auf die Server von Transkribus hochgeladen werden. Doch keine Angst, alle Collections und Dokumente in Transkribus sind privat. Nur von Ihnen autorisierte Benutzer können sie sehen, niemand sonst. Dabei ist es wichtig, die Dokumentenstruktur von Transkribus zu verstehen. Ihre Dokumente liegen in sogenannten Collections, also Sammlungen. Diese können als Ordner verstanden werden, in denen Sie wiederum mehrere Dokumente haben können. Ein Dokument besteht dabei aus einer oder mehreren Bilddateien, JPEG, TIFF oder PNG. Eine Bilddatei entspricht dabei jeweils einer Dokumentenseite. Zum Hochladen Ihrer Dokumente klicken Sie im Transkribus Expert Client zunächst auf die Schaltfläche Import Documents. Diese finden Sie im Hauptmenü. Nun öffnet sich ein Dialogfeld, das es Ihnen ermöglicht, Dokumente auf vier verschiedene Arten hochzuladen. Einzeldokument hochladen aus einem lokalen Ordner. Mit dieser Option können Sie Dokumente von bis zu 500 MB hochladen. Stellen Sie sicher, dass die hochzuladenden Bilddateien in einem extra Ordner liegen, der schließlich das Dokument darstellt. Achtung, es darf sich ausschließlich um Bilder, nicht um PDFs handeln. Wählen Sie nun zum Hochladen einfach Upload Single Document aus. Klicken Sie anschließend auf das Ordnersymbol rechts von der Zeile Local Folder und wählen Sie den Ordner aus, in dem sich Ihre Bilddateien befinden. Bitte beachten Sie, dass Sie nicht die Bilddateien selbst zum Hochladen auswählen müssen, sondern den übergeordneten Ordner. Wenn Sie den Ordner im Dialogfeld öffnen, werden Ihnen die Dateien folglich auch nicht angezeigt. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Upload, um das Hochladen Ihres Dokuments zu starten. Bilder aus PDF extrahieren und hochladen. Diese Option eignet sich, wenn Sie in PDFs eingebettete Bilder hochladen möchten. Sollten die PDF-Dokumente allerdings sehr groß sein oder sich JPEG 2000 Bilder in Ihren PDFs befinden, nutzen Sie bitte den FTP-Upload. Wählen Sie Extract and Upload Images from PDF und klicken Sie auf das Ordnersymbol rechts neben der Zeile Local PDF File. Wählen Sie nun im erscheinenden Dialogfeld die hochzuladende PDF-Datei aus, klicken Sie auf Öffnen und anschließend auf Upload. Bitte beachten Sie, dass Sie mit dieser Option immer nur eine PDF-Datei hochladen können. Wenn Sie mehrere PDFs haben, sollten Sie die FTP-Option nutzen. Hochladen über FTP. Diese Option ist geeignet, wenn Sie mehrere große Dokumente hochladen möchten. Beim Upload über FTP können sowohl Bild- als auch PDF-Dateien verwendet werden. Verwenden Sie hierzu einen FTP-Client, wie etwa WinSCP oder FileZilla. Wählen Sie im Dialogfeld Upload via Private FTP also PDF Files aus und klicken Sie auf den Link ftp://transkribus.eu. Nun öffnet sich Ihr FTP-Client, der Sie nach Ihrem Passwort fragt. Bitte verwenden Sie die gleichen Anmeldedaten, die Sie auch für Transkribus verwenden. Nach dem Einloggen erscheint dieses Fenster. Wählen Sie nun den Speicherort, an dem Sie Ihre Dokumente, das heißt Verzeichnisse mit Bilddateien, gespeichert haben. Sie können entweder einzelne oder mehrere Dokumente hochladen. Hier ist Folgendes zu beachten. Bilddateien müssen auf dem Transkribus-Server in einem Unterverzeichnis liegen. Laden Sie einen gesamten Ordner per FTP hoch, wird dieser als Unterordner auf dem Transkribus-Server angelegt und daraus ein Dokument in Transkribus erzeugt. Bitte achten Sie hierbei darauf, dass keine Unterverzeichnisse in dem hochzuladenden Ordner sind. Diese werden nicht berücksichtigt. Wenn Sie PDF-Dateien hochladen möchten, dann sollten Sie diese im Stammverzeichnis auf dem Transkribus-Server ablegen. PDF-Dokumente, die auf dem Transkribus-Server in Unterverzeichnissen liegen, können nicht verwendet werden. Ziehen Sie diese einfach per Drag-and-Drop vom linken ins rechte Fenster. Nachdem alles korrekt hochgeladen wurde, können Sie WinSCP schließen. Aktualisieren Sie nun die Tabelle des Dialogfelds, indem Sie auf die blauen kreisenden Pfeile klicken. Nun können Sie alle eben hochgeladenen Dateien sehen. Wählen Sie die Dateien aus, die Sie in Ihrer Sammlung benötigen, und drücken Sie auf Upload.
Hochladen über URL von DFG-Viewermats. Mit dieser Option können Sie Dokumente direkt aus Repositorien hochladen, die den DFG-Viewer unterstützen. Diese Upload-Funktion ist ganz einfach. Geben Sie schlicht die URL des DFG-Viewermats in das vorgesehene Feld des Dialogfelds ein und drücken Sie auf Upload. Hochladen über URL des IIIF-Manifests. Diese Option ist ebenfalls sehr einfach zu bedienen. Geben Sie schlicht die URL des IIIF-Manifests in das vorgesehene Feld ein und klicken Sie auf Upload. Grundsätzlich gilt, Uploads können eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Sie können den Fortschritt des Uploads auf der Jobseite sehen. Diese finden Sie im Reiter Server unter Jobs. Sie haben auch die Möglichkeit, zu bestehenden Dokumenten Seiten hinzuzufügen. Laden Sie dazu das Dokument, dem Sie Seiten hinzufügen möchten, und öffnen Sie den Dokumentenmanager. Wählen Sie nun im Dialogfeld das Dokument, dem Sie Seiten hinzufügen wollen, erneut aus. Klicken Sie nun auf das Plus im grünen Kreis neben Add New Pages und wählen Sie die hochzuladenden Seiten über das erscheinende Dialogfeld aus. Jetzt wissen Sie, wie man Dokumente in Transkribus hochlädt. Im nächsten Video erklären wir, wie die Layout-Analyse funktioniert.